Die Klimakrise ist im vollen Wandel. Heute, wir haben Freitag, ist in Berlin wieder Großdemo. Über hunderttausende Menschen demonstrieren gegen den Klimawandel. Und ja, diese ganze Bewegung, diese Bewusstseinsänderung sorgt eben auch dafür, dass sich in der Wirtschaft massiv Dinge wandeln. Alte Technologien verschwinden, neue kommen hinzu. Und vor kurzem stand wieder in der Presse, ist jetzt 3 Tage her, dass die großen deutschen Automobilhersteller, nämlich Daimler, BMW und Audi, in den nächsten 10 Jahren über 234.000 Stellen abbauen müssen, eben weil sich die Automobilbranche so im Wandel befindet. Und das hat natürlich auch wieder Folgen für die Zulieferbetriebe, die ja auch in Deutschland riesengroß sind. Und ja, und all dieser Wandel sorgt eben dafür, dass sich ganz, ganz viele Menschen fragen, werden wir jetzt alle arbeitslos? Und diese Frage, ob das so ist und was ich dir empfehle, um dich selber zukunftssicher aufzustellen, das erfährst du in diesem Video nach dem Intro. Bleib dran, ich freue mich auf dich. Werden wir alle arbeitslos sein? Die kurze Antwort lautet nein, natürlich nicht. Die etwas ausführlichere Variante möchte ich dir jetzt erklären, denn natürlich wandelt sich die Wirtschaft so stark und diese 3 Beispiele BMW, Daimler, Audi, das sind jetzt nur, ja, das sind nur Fragmente von ganz, ganz vielen anderen Branchen, wo sich Dinge tun, aber wir dürfen eins nicht vergessen, wenn sich Branchen im Wandel, in der Veränderung befinden und Jobs verloren gehen werden, und es werden viele Jobs verloren gehen. Und du kannst dir gerne auch mal meine Videos zum Thema die Roboter kommen ansehen oder die Digitalisierung verändert alles. Denn ganz, ganz viele Tätigkeiten, die heute noch von Menschen übernommen werden, werden in der Zukunft von Robotern übernommen werden oder von Software oder von künstlicher Intelligenz. Aber das heißt eben auch, dass ganz, ganz viele neue Jobs entstehen werden. Das heißt, unterm Strich wird die Anzahl der Jobs, die zur Verfügung steht, gleich bleiben. Sie wird sich nur wandeln, sie wird sich verändern. Und die Frage ist, wie gut bist du darauf vorbereitet? Also bist du gedanklich immer noch so, ich werde das, was ich heute mache, auch garantiert noch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann das große Erwachen kommt und du feststellst, wow, ich war jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das heißt, es gilt heute eine größtmögliche Flexibilität an den Tag zu legen, um eine gewisse Employability an den Tag zu legen. Und damit meine ich, wie attraktiv bist du für potenzielle Arbeitgeber? Wie gut ist dein Wissen entwickelt? Wie gut sind deine Fähigkeiten ausgebaut? Und natürlich, wie gut bist du in der Lage, über den Tellerrand zu blicken? Wie sehr bildest du dich weiter in Form von beruflicher Qualifikation, von persönlichen Seminaren? Wie oft reist du? Das heißt, wie gut könntest du von heute auf morgen sagen, ich switche um? Oder bist du so auf deine jetzige Branche, auf deine jetzige Tätigkeit festgelegt, dass du keine Alternativen hast? Und hier gilt es, sich mutige Fragen zu stellen und gleichzeitig gilt es, sich natürlich auch ehrliche Antworten zu geben. Denn je ehrlicher du dir antwortest, desto besser kannst du auch, naja, dich selber für die Zukunft aufstellen und deine Branche, deine Tätigkeit, deinen Job mal auf den Prüfstand zu stellen und so diese Lupe zu nehmen und mal raufzuschauen. Und das Zweite, was wir in Deutschland ganz, ganz häufig vergessen, ist, dass es neben dem klassischen Angestelltenverhältnis eben auch noch eine zweite Variante gibt, die für mich persönlich die bessere ist, die zukunftssicherere ist und die auch die erfüllendere ist, nämlich die Selbstständigkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als Entrepreneur durchzustarten. Und zwar zu sagen, oder sich zu fragen, was kann ich gut, worin bin ich sehr, sehr stark, wo liegen meine Talente, was habe ich an Erfahrungen, was gibt es für Probleme da draußen am Markt, die ich mit meinem Wissen, mit meiner Expertise lösen könnte. Und dann darauf basierend ein Unternehmen zu gründen, dich selbstständig zu machen, als Freelancer, was auch immer. Und in Deutschland warten wir so häufig darauf, dass andere schon für uns etwas tun werden und sagen, ich rette dich. Und das ist dann oft die Politik oder der Staat oder die Gewerkschaft, der Betriebsrat, wer auch immer. Aber in diesen sich wandelnden Zeiten gibt es eben keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Und oftmals sind diejenigen, von denen wir hoffen, dass sie uns retten werden, dass sie uns schon sagen werden, was wir tun sollen, die wissen selber nicht, was
ja, was kommen wird. Und manchmal sind sie sogar die Ursache der Probleme, für die sie eine passende Lösung vorgeben. Und deshalb warte nicht darauf, dass andere schon etwas für dich tun werden. Warte nicht darauf, dass andere dich retten werden, sondern nimm dich selber in die Hand, rette dich selber und wie die Amerikaner sagen, pick yourself, denn niemand anders wird es tun. Und wenn du das machst, wenn du dich rechtzeitig vorbereitest, wenn du einen gewissen kritischen, aber auch mutigen, hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft wirfst und passende Alternativszenarien entwickelst, Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3, dann musst du vor der Zukunft nicht bange sein. Und um die Ausgangsfrage zu beantworten, nein, wir werden nicht alle arbeitslos sein, aber die Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, wird sich dramatisch wandeln. Und diesen Wandel kannst du entweder passiv abwarten, zögern und hoffen, dass schon nichts passieren wird, oder du kannst das Heft des Handelns in die Hand nehmen, du kannst das Leben so bei den Hörnern packen und sagen, ich greife das jetzt an und ich mache das jetzt einfach und ich warte nicht auf andere, ich entscheide mein Schicksal selber. Indem ich mich weiterbilde, indem ich in mich investiere, indem ich mein Changemaker-Mindset so weiterentwickle, dass ich immer die nötige Flexibilität habe, auf Wandel, Transformation und Veränderung zu reagieren. In diesem Sinne, schau dir am besten jetzt nochmal mein Video zum Thema Die Roboter kommen an. Wir blenden das hier oben ein und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, au ja, dein Ilja, und Greschkowitz ist für heute over and out.